Im heutigen Video bin ich mit dem Flugzeug abgestürzt und auf einer Insel aufgewacht. Es ist nicht irgendeine Insel, es ist die Insel der magischen Tiere. Ich brauche die Hilfe eines Katers, Chamäleons, sogar eines rappenden Pinguins und vielen anderen. Vielleicht denkt ihr euch jetzt, ich kenne doch die Tiere, dann wundert mich das nicht. Es sind die Tiere aus Die Schule der magischen Tiere. Da erscheint am 26. September der dritte Teil in den Kinos. Die Schule der magischen Tiere hat weniger mit Feenstaub und Zaubersprüchen zu tun, als mit Freundschaften, auf die man sich in jeder Situation verlassen kann. Hi, ich bin Rick. Aber bevor ich ins Kino gehen kann, muss ich erstmal wieder von der Insel runter. Auf geht's! Hallo? Aufwachen! Hallo! Ich helf dir mal hoch. Wo bin ich? Was ist passiert? Du bist hier auf der wunderbaren Insel der magischen Tiere. Und wie komme ich hier wieder weg? Ah ja, wegkommst du hier nur durch das Portal da oben. Aber das ist leider kaputt. Und genau das ist mein Job. Ich soll das Portal bewachen und wieder reparieren. Vielleicht kannst du mir dabei helfen. Okay, und wie soll ich das reparieren? Na, mit der Hilfe der magischen Tiere natürlich. Ein Fuchs, ein Krokodil und ein Pinguin. Und noch viele andere spannende. Ich bin vielleicht mit dem Flugzeug abgestürzt, aber du willst mir erzählen, dass ich das Portal mit der Hilfe von magischen Tieren reparieren kann? Irgendwie glaube ich das nicht. Ja, ungelogen. Kaum im Flugzeug abgestürzt, schon soll ich das Zeug schon wieder hier machen. Warum denn immer ich? Immer muss ich hier aufräumen. Und wo bin ich hier überhaupt? Keine Karte, nichts zu essen. Ich habe keine Ahnung, was ich hier machen soll. Bist du ein magisches Tier? Hallo, bist du ein magisches Tier? Oh, guck mal. Bist du vielleicht ein magisches Tier? Au! Was war das? Irgendjemand hat mich beworfen, oder? Oh, wenn ich denjenigen finde, ne? Das Chamäleon ist wieder am Spielen. Eine sprechende Katze? Bist du ein magisches Tier? Ich kann dir helfen, es zu finden. Aber zuerst bringst du mir eine Eimer Milch. Nicht dein Ernst. Ich finde das Chamäleon noch ohne dich. Pass mal auf. Also ich stand hier hinten, das heißt, das Chamäleon muss irgendwo hier... Entschuldigung, hast du ein Chamäleon gesehen? Ich glaube, das ist kein magisches Tier. Aber wo steckt das Chamäleon? Naja, für eine Milch bräuchte ich erstmal einen Eimer. Oh, ein Eimer. Um was zu essen? Das nehme ich mit. Ich repariere immerhin sein Portal. Nur wo finde ich eine Kuh? Das ist eine gute Frage. Na, wo bist du denn, meine kleine Kuh? Kuh, guck mal hier, ich hab Fressi Fressi. Vielleicht willst du das ja haben. Ich brauch doch nur eine... Oh, Kuh! Okay, ich brauch deine Milch. Komm her, komm her, komm her. Ich brauch deine Milch, ich brauch deine Milch. Dankeschön. Katze, 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 hier. Deine Milch. Ich muss erstmal probieren. Siehst du die Birke? Da sitzt Kasper. Hier soll also ein Chamäleon drin sitzen? In dem Baum? Und wenn ich nur ganz genau hingucke, würde ich sehen. Oh, jetzt kann ich sehen. Chamäleon, was soll das denn? Ich bin Kasper und ein Meister der Tarnung. Und weil du mich gefunden hast, zeige ich dir, wie man sich unsichtbar machen kann. Geht das wieder weg? Ja, das hält nur 3 Minuten. Aber ich hab's dir gegeben, damit du Rick, das Krokodil, befreien kannst. Aber wenn ich dir helfe... Hilfst du mir dann, das Portal zu reparieren? Schon geschehen. Ein Portal. Es ist wieder ein Stück repariert. Was hast du getan? Ich habe 2 magischen Tieren geholfen. Und die helfen mir dafür, das Portal zu reparieren. Wie gut ist das denn? Ich gehe wieder zum Portal. Du hilfst den Tieren. Tschüss. Mann. Warum bin immer ich der, der allen helfen muss? Aber okay, wir müssen Wilderer finden und das Krokodil befreien. Das wird, glaube ich, gar nicht mal so einfach. Wo zum Teufel muss ich eigentlich hin? Ich kenne mich hier null aus. Hey du, hast du dich verlaufen? Bist du auch so ein magisches Tier? Ja, ich bin Rabat. Ich bin auf der Suche nach einem Krokodil, das ich befreien soll. Rick? Klar weiß ich, wo Rick ist. Du weißt, wo das ist? Oh, magst du mich hinbringen? Klar kann ich dir helfen. Und du hilfst mir, was zurückzuholen. Ja, dann los. Ich helf dir, du hilfst mir. Nicht so schnell, Fuchs. Ich hab ja echt Schwierigkeiten, hinterherzukommen. Boah, das ist ja schön. Aber warum sind wir hier? Weil da oben das Nest von dem Vogel ist, der mir was geklaut hat. Und ich soll da hochklettern? Genau. Und danach kannst du durch den Wasserfall rein. Da ist ein Geheimgang zum Krokodil. Ja, dann mache ich mich mal auf den Weg. Da hoch muss ich also. Guck mal da, da ist irgendwas. Aber ich muss erst mal gucken, wie ich hier in die Bäume komme. Ach so, in den
in den ersten Baum habe ich... Oh, guck mal da. Da ist ja was. Da. Vielleicht muss ich hier rüber... Oh, da. Was ist das denn? Ein Futternapf für Vögel? Ich meine, wir sind im Wald, ne? Aber vielleicht komme ich hier hoch. Oh, geschafft. Und hier? Was ist hier? Oh, das ist mal eingebrochen. Ich sehe mal jemand irgendwie... Hat hier jemand was hochgebaut? Für meine Jump'n'Run-Skills bin ich ja nicht bekannt. Aber da ist das Nest. Ich sehe es. Ja, und... Oh, schaffe ich das? Oder da drauf? Oh, ich weiß... Oh, warte. Vielleicht lieber dahin. Oh, geschafft. Oh nein, wir müssen noch weiter. Ah. Oh, da ist ja ein Haus und ein Papagei. Muss ich hier rum? Ja. Okay. Oh, ein Toten der Unsterblichkeit. Das hat der Vogel also dem Fuchs geklaut. Ich hab das Totem. Und jetzt gucken wir noch, was mit dem Papagei da ist. Vielleicht ist das auch ein magisches Tier. Papagei? Hallo? Hallo, Papagei? Ah, magische Tiere, ah. Ich kann auch so reden, ah. Okay, also bist du kein magisches Tier? Ah, nein, verschwinde, ah, verschwinde, ah. Ja, ist ja gut, ich gehe ja schon wieder. Ich muss eh dem Fuchs das noch bringen, ne? Und, hepp, oh, so, puh. Fuchs, ich hab's, hui, so, dankeschön. So, und jetzt soll ich da hoch und da oben rein, hat der Fuchs gesagt. Hier geht's ja wirklich rein. Das sieht ja schön aus hier. Das hätte ich niemals ohne den Fuchs gefunden. Oh. Das Krokodil! Hey, Rick? Rick, kannst du mich hören? Ehrlich gesagt habe ich es mir ein bisschen größer vorgestellt. Schrei doch noch lauter, damit die dich hören. Kasper hat mich geschickt, um dich hier rauszuholen. Aber irgendwie dachte ich, du wärst größer und stärker. Ja, die haben mir einen Schrumpftrank gegeben, damit die mich besser fangen können. Aber wie kommen wir hier raus? Kasper hat mir gezeigt, wie wir seine Tarnung benutzen können. Ich komme runter, mache uns unsichtbar und dann spazieren wir hier raus. Ob das klappt? Und los geht's! Wir sind halt wirklich unsichtbar. So, Rick, dein Part. Du musst den Zaun aufmachen. Wir müssen vorsichtig sein, Rick. Ich weiß nicht, ob wir hier einfach so vorbeikommen. Hier ist ganz schön was los. Wir gehen hinter der Hütte lang. Oh. Ich hoffe, er sieht mich nicht. Rick, du hast es hier einfach. In dem hohen Gras sieht man dich sowieso nicht. Rick, hast du es schon rausgeschafft? Rick, wo bist du? Lauf! Wir haben es geschafft, Rick. Erstmal was essen. Ja, hier, der ist für dich. Und was ist das? Das ist der Trank der Stärke. Und ich weiß, dass Henrietta die Schildkröte deine Hilfe braucht. Warum steckt ihr immer in Problemen? Weiß auch nicht, aber geh und hilf Henrietta. Ich gehe jetzt und schau, wie ich wieder groß werde. Und dann repariere ich das Portal. Oh Mann, jetzt müssen wir der Schildkröte helfen. Aber das Portal wird so langsam. Oh, da muss Henrietta sein. Die eingestürzte Lagune. Oh, das ist ja böse eingekracht hier. Aber mal gucken, ob wir Henrietta finden können. Henrietta? Da! Oh, da! Hey Schildkröte, sag mal, wie heißt du denn? Man nennt mich Henrietta. Und vielleicht kannst du mir heraushelfen. Na, sehr gerne sogar. Du kannst mir auch helfen mit dem Portal. Aber wie sollen wir dich denn hier rauskriegen? Ich habe nur die Stärke von Rick bekommen, mehr nicht. Ja, das ist doch super, weil ich halte super viel aus und dann kannst du mich einfach gegen die Wand schleudern. Wie stellst du dir das denn vor? Soll ich einfach den Trank trinken und dann hole ich einmal aus und mach BAM? Und ich fliege gegen die Wand und spreng damit die Wand auf. Das meinst du doch nicht ernst. Natürlich. Ja, dann versuchen wir es. Ich habe Vertrauen in deine Fähigkeiten. Gut, dann trinken wir mal den Trank. Wow! Was ist denn mit meinem Arm passiert? Okay, Henrietta. Mach die Augen zu. Bam! Ob's Henrietta gut geht? Henrietta? Henrietta, wo bist du? Ich bin hier. Gut, dass ich dich gefunden habe. Sag mal, alles okay bei dir? Klar, ich habe nur vor lauter Schreck meinen Trank verloren. Den musst du suchen gehen. Und ich kann das Portal reparieren. Trank? Ich habe jetzt keinen gesehen. Aber... Was mache ich damit? Damit besuchst du den
Pinguin in der Eisrap-Höhle und raps und besiegst ihn. Das ist nicht dein Ernst. Doch, er kann nämlich dann das Portal komplett machen. Oh boy, ich und Rappen. Okay, ich gebe mein Bestes. Vielen lieben Dank für deine Hilfe. Wir sehen uns am Portal, wenn ich dann den Pinguin im Rappen besiegt habe. Oh, guck mal da, guck mal. Trank der Unterwasseratmung, juhu. Jetzt nur noch die geheime Rap-Höhle finden. Auf geht's. Und ich glaube, da ist es. Ah jo, hier ist es, ich kann es schon hören. Dann einmal den Trank und los geht's. Mann, ich und Rappen, das wird das Peinlichste, was ich in meinem Leben je gemacht habe. Hallo? Na, wo willst du denn hin? Sag mal, kann hier jeder reden oder was ist hier los? Nein, aber einer muss die Tür machen. Das ist nur für Pinguine. Okay, aber Henrietta schickt mich, hat gesagt, ich soll Juri herausfordern. Du und Juri. was daran so lustig? Ich meine, ernsthaft, ich brauche Juris Hilfe. Ja, und wie willst du das machen? Na, ich schlag ihm in einem Rap-Battle. Das will ich sehen. Viel Glück. Geh rein. Das will niemand sehen. Aber ich versuche mein Glück. Danke. Ganz schön laut hier drin. Gemeinsam stark, einfach unzertrennlich. Familienbande, nicht zu verdänglich. Watschel, watschel, Pinguin-Stil. Auf dem Eis einfach zu viel. Party in der Kälte, das ist unser Revier. Pinguin-Party, komm mit uns hier. Nach Schätzen schnappen. Gemeinsam stark, einfach unzertrennlich. Familienbande, nicht so vergänglich. Watschel, watschel, Pinguin-Stil. Auf dem Eis einfach zu viel. Party in der Kälte, das ist unser Revier. Pinguin-Party, komm mit uns hier. Juri! Juri, ich brauche deine Hilfe! Juri! Du willst, dass ich dir helfe? Dann drop ein paar Lines und wenn mir die gefallen, helfe ich dir. Ah, auf geht's. Dieser Boy ist unantastbar. Du sagst, ich kann nicht fliegen. Ich fliege. Stopp. Das ist ja grausam. Das sind meine Lines. Nice, dass du meine Musik kennst. Und deswegen helfe ich dir auch. Aber bitte hör auf. Das heißt, du reparierst das Portal für mich? Das Portal? Gar kein Problem. Uff, zum Glück hat's gereicht. Wir sehen uns beim Portal. Gott sei Dank haben meine super tollen Rap-Skills überzeugt und ich kann wieder nach Hause. Endlich geht's wieder nach Hause. Warte, Lars. Oh, hi. Ja, was denn? Vielen, vielen Dank für deine Hilfe. Ich hoffe, wir sehen uns mal wieder. Na, das hoffe ich doch. Und so schön es hier auch ist, würde ich jetzt gern nach Hause. Auf Wiedersehen. Das war die Insel der magischen Tiere. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst ein Like und ein Abo da. Ansonsten vergesst nicht, am 26. September sind die Tiere wieder in der Schule. Und zwar die magische Schule Teil 3. Und dann sehen wir uns bis dahin im nächsten Video.